In der Hauptstadt arbeiten schätzungsweise 5000 Lobbyisten, Interessenvertreter. Unternehmen, Spitzenverbände und NGOs, sie alle unterhalten eine Repräsentanz im Regierungsviertel. Denn persönliche Kontakte versprechen Einfluss auf politische Entscheidungen. Bestechung und Manipulation? Dr. Hubert Koch ist bekennender Lobbyist. Er wehrt sich gegen das negative Image seines Berufsstandes. Es ist immer das Bild des Geldkoffers. Dabei ist das, was wir tun, seriöse, sachbezogene Arbeit, Bereitstellung von Informationen, Aufbereitung von Informationen, die Politiker brauchen, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ja, genau. Genau, aber es kommt eben darauf an, von wem Sie Informationen bekommen und ob diese unabhängige Informationen sind. Es ist ja nicht so, dass alle Akteure gleichermaßen Zugang zur Politik haben, sondern es gibt bestimmte, vor allem finanzstarke Akteure, die sehr viel häufiger Gehör finden und deren Interessen sehr viel leichter Zugang zur Politik haben. Für die Initiative Lobby Control richtet Christina Deckwirth ein neues Büro ein. Der gemeinnützige Verein will Lobbyismus transparenter machen. Dazu gehört auch gesellschaftliche Aufklärung. Mit welchen Tricks arbeiten die Strippenzieher? Lobby Control führt Bürger durch den Berliner Lobby-Dschungel. Erstes Beispiel, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Klingt wie ein unabhängiges Forschungsinstitut, wurde aber vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründet. Die Aufgabe dieser PR-Organisation ist es, die öffentliche Debatte zu beeinflussen. Vereinfacht gesagt mit der Botschaft, Markt ist gut, Staat ist schlecht, wir brauchen mehr Eigeninitiative und weniger staatliche Regulierung. Für alle ihre Aktivitäten hat sie ein Lobbybudget von 7 Millionen Euro. Mit 7 Millionen Euro könnte man die Arbeit von Lobby Control über 40 Jahre lang finanzieren. Und das ist auch so ein Beispiel für das Machtungleichgewicht zwischen bestimmten Interessengruppen. Mit diesem Geld produziert die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auch Schulbroschüren und stellt diese kostenlos zur Verfügung. Das Phänomen Lobbying über Unterrichtsmaterialien ist mittlerweile sehr beliebt bei vielen großen Verbänden und Unternehmen. Das machen ganz viele, nicht nur die NSM. Besonders erfolgreich ist aber der direkte Draht zu politischen Entscheidungsträgern. Wir Lobbyisten haben überhaupt kein Problem, mit Politikern ins Gespräch zu kommen, weil Politiker um ihre Defizite wissen. Sie wissen, dass sie über Dinge entscheiden müssen, von denen sie nicht genug verstehen. Also sind sie dankbar und sind offen für Gespräche. Man trifft sich gern in ungezwungener Atmosphäre. Immer mehr Unternehmen und Verbände beauftragen aber auch große PR-Agenturen mit Kampagnen zur öffentlichen Meinungsmache und bleiben dabei selbst im Hintergrund. Lobby Control fordert deswegen die Einführung eines verbindlichen Lobbyregisters. Die Angaben, die dort dringend notwendig sind, sind natürlich die Namen, die Kunden, der Auftraggeber, wenn es sich um Agenturen handelt, das Budget der Auftraggeber, die Themen, für die Lobbyarbeit gemacht wird. Die Stadtführung ist unter den Linden beim Energieriesen E.ON angekommen. Eine sehr wichtige Sache, und da liefert E.ON ein schönes Beispiel, ist der sogenannte Drehtüreffekt. Das bedeutet, dass man sich Top-Politiker nach dem Ausscheiden aus dem Amt ins Unternehmen oder in den Verband holt. So wechselte zum Beispiel Gerald Hennenhöfer gleich zweimal nahtlos zwischen seinem Posten als Leiter der Reaktorsicherheit im Umweltministerium und zu einem Job beim Energiekonzern. Ein fliegender Wechsel, auch von Kontakten, Verbindlichkeiten und Insiderwissen. Für Lobby Control ein Ding der Unmöglichkeit. Wir fordern, dass Politiker 3 Jahre lang, also nur hohe Politiker, nicht direkt in ein Wirtschaftsunternehmen wechseln dürfen. Das nächste Beispiel der Tour, die Tabaklobby. Berüchtigter Auftraggeber für gefällige Wissenschaftsstudien. Meine Lieblingsstudie, dass wir alle einen volkswirtschaftlichen Nutzen davon haben, wenn möglichst viele Leute rauchen, weil dann sind die Leute zufriedener und fehlen nicht so oft in der Arbeit. Die Vergabe von Forschungsgeldern, auch eine gängige Methode. Lobbyismus braucht immer Argumente. Zu Argumenten braucht man Fakten. Und wenn man die Fakten als Verband nicht hat, muss man sie besorgen. Und dazu dienen auch wissenschaftliche Studien. Gerne mit Ergebnissen auf der Linie des Geldgebers. Genau so etwas macht Lobbyismus anrüchig. Die von Lobby Control geforderte Transparenz würde allen zeigen, Lobbyismus ist immer glasklare Interessenvertretung.